Hallo und willkommen zurück zu Shadow of Mordor. Wir sind jetzt kurz vor dem Gebietswechsel, wie es scheint, und ich habe gerade beschlossen, dass ich mir Ischgl sich als neuen iPhone-Bildschirmhintergrund mache. Ah, da steht's. Einführung, neues Gebiet. Achso, du schließt vor. Nein, das möchte ich mir jetzt, das hast du ja schon vorgelesen. Ich habe nur Einführung, neues Gebiet, die Überschrift. Den Rest kannst du vorlesen. Wenn du diesen Auftrag beginnst, betrittst du ein neues Gebiet. Über die Karte kannst du jederzeit nach Undun zurückkehren, indem du eine Schnellreise nach Undun durchführst. Turm, genau. Jedes Gebiet besitzt seine eigene Armee, also hattest du recht. Das Gesicht. Pfannkuchengesicht. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir euch etwas sagen. Okay, und nach dieser sehr bewegenden Abschiedsrede. Mach dich bereit, Liefarion hinter den feindlichen Linien ins Herz Mordors zu begleiten. Man hat kein Wort verstanden, aber egal, ist ja eh nur ein Satz. Mach dich bereit, Liefarion! Nee, jetzt habe ich schon wieder diesen Russen-Rückblatt. Ach, scheiß drauf. Mach dich bereit, Liefarion hinter den feindlichen Linien ins Herz Mordors zu begleiten. Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Lady Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Nah. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht.
Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Kaum spricht man Morgoth an, wird er zum Thema. Oh wei. Ich habe mir das Gebiet komplett anders vorgestellt, gell? Das ist ja viel grüner und fröhlicher. The fuck? Vor allen Dingen frage ich mich... Und so wie es mir vorkommt, ein bisschen kleiner. Ja, das auch, aber das ist ja... Das ist ja auch nicht das Hauptgebiet, kann man so sagen. Vor allem die schwarzen Umrisse werden garantiert auch noch. Oh, bye. Ja, hier gibt es wieder neue Häuptlinge zu entdecken und neue Hauptmänner und ja. Ishgar tut währenddessen weiter seine Schreckensherrschaft fortsetzen. Na, nun müssen wir uns doch irgendwie, bevor es hochgeladen ist, einen Text ausdenken extra für diesen Abschnitt zwischen Angucken-Gesicht und das Gesicht und Teilen, obwohl die da gar nicht standen, aber egal, die sind dann einfach erschienen, so wie immer. Aber ich muss sagen, ich hatte mir das innere Mordors viel schlimmer vorgestellt. Es ist fast zu schön. Ja, ein bisschen Napalm-Täter-Umgebung mal ganz gut. Aber ich glaube, dass... Also sind es auch neue Pflanzen? Jede Menge genau, neue Einträge vor allen Dingen. Da gehen wir gleich mal ein bisschen was durch. Lese schon. Aber hat er mich eigentlich essen gehört? Fällt mir jetzt das auf in der Cutscene. Was? Hat er mich eigentlich essen gehört in der Cutscene? Nö. Aber gut. Nur eine Ladezeit kurz, aber das war nicht schlimm. Die Wölfin muss sterben. Sie ist viel zu hartnäckig und ihre... Small. Wir machen erstmal gerade den ersten Turm. Hat der gerade gegen die Wand geschlagen? Ja, das ist quasi... Ja, was Ezio hat nur umgekehrt, die Liebe zur Mauerwand. Er könnte schlagen alle gegen die Wand. Warum packe ich mir eigentlich nicht mal einen von denen und deck mal den ersten Typen auf? Genau, wir sprechen jetzt eine Todesdrohung. Nein. Wen sollen wir denn aufdecken? Ja, würde ich mal sagen, wirklich, Ja, du hast die Qual der Wahl. Ja, stell dir mal vor, da steht so eine Armee von total schwarzen Leuten vor dir. Wen nehme ich jetzt? Ich würde mal sagen, zweite Reihe, den vorletzten. Also von links. Den? Ja. Luxgar der Wuchtige versucht sich eine Schaubeleidigung für einen anderen Obergroß zu denken. Der Wuchtige. Achso, geht ja nicht. Okay. Auf den Turm. Das hatten wir auch schon ewig. Zitadelle aus alter Zeit? Geheimnisse, die nur meine Augen sehen. Das hatten wir auch schon ewig nicht mehr, ein Turm, der aktiviert werden musste. Aber wir sind ja noch in der Hauptmission drin. Hab ich ja jetzt erst gecheckt. Oh, guck dir das Gebiet an. Königin der Vergangenheit. Das uralte Wissen ist überall, doch nur für Geisteraugen sichtbar. Sie können beide Welten blicken. Vielleicht wird sie uns dann zeigen, was wir suchen. Guck dir es an. Wenn du denkst, hier regiert Sauron. Ja. Das sieht irgendwie aus wie so ein Galadriel-Gebiet, aber noch im Bau. Das ist irgendwie das. Meine ganz ehrlich, Galadriel und die Isenmöse, hat alles zu grün gepflanzt. Und dann zwischenzeitlich müssen wir noch hier Ronny rumsehen. Ich hätte gedacht, so viel Leben in Mordor zu sehen. So plant der dunkle Herrscher, seine Armeen zu ernähren. Ja, und zuständig rennt doch hier Runde rum. Platten auf die Seite! Ja, aber da hatten wir gerade die Erklärung. Hab ich auch zu spät gemerkt. Ja, das war quasi die Erklärung dafür, warum das Gebiet so aussieht, wie es aussieht. Aber ich hatte mir das echt eher so vorgestellt, wie das in, im Hauptfilm halt, wie Mordor da ausgesehen hat. So halt so karg und nur Stein. Ist eine wahre Gestalt zu erkennen. Sie will den Schmied der Ringe der Macht erwachen sehen. So, hier war ein Objekt. Oh ne, ach, wieder die Dinger.
Graffiti, die ich geil überall in die Wand sprüht. Ja. Wenn jetzt hier in diesem Gebiet Ishka begegnet, dann rastet sich aus. Ich glaube, der rastet mal wirklich aus. Ja, dann, das wäre so, aber ich glaube, also das... Nein, ich will's mir jetzt auch nicht ganz verneinen, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, deswegen will ich mir die Freude jetzt nicht verderben, wenn er nicht auftaucht. Ja. Oh, wo ist die Scheiße? Ach da. Und dann am Wand war auch noch eine. Ja. Duelles Trinkgefäß. Dieses Trinkgefäß wurde von den freien Menschen von Nuren in vielen Ritualen verwendet, darunter auch Wein und Eheschließung. Traditionellerweise wurde das Gefäß mit dem bitteren Wasser des Nurenmeers gefüllt, welches dann als Segen auf ein Objekt oder eine Person oder als Dank auf den Boden gegossen wurde. Wisst ihr? Wie waren die Biergebote? Du sollst kein Bier verschütten, eine von 10. Seit Königin Marwans mysteriöse Krankheit wird das Gefäß für immer bizarrere und beunruhigendere Rituale verwendet. Weil, du musst mal überlegen hier, kann es sein, dass mit eventuell diesem Spruch leidet, den unter anderem auch Saruman hier auf den König von Helms Clan angewendet hat? Das kann sein. Ich spiel mal die Erinnerung ab. Bei den weißen Wassern des Flusses Anduin, bei den vielfältigen Farben brennen sie so hell. Möge Nurnen nun auf Marwen blicken, auf meine Gabe der zweiten Sicht. Mögen die Elemente von Erde, Feuer und Luft ein Tor in die unsichtbare Welt bilden, Geister von Valinor. Hört mein Gebet und gewährt der Königin der Küste neue Kräfte. Wenn es denn so ein zu viel gekippt hätten. Jetzt da oben war noch was auf diese den... Stammesbrüder sind verzweifelt. Sie werden alles versuchen, um sich gegen die Uruks zu wehren. Ich fürchte, Litariel wird niemals aufgeben. Ihre Ehre wird für sie alle zum Verhängnis. So langsam lichtet sich das Bild. So. So viel Scheiß wieder zu machen. So viel Scheiß. Alter, Mann. Aber die Gebiete sind kompakter. Das muss gar nicht so schlecht sein. Ich find's sogar eigentlich okay. Vielleicht hast du auch mal ein bisschen Abwechslung im Gebiete. Aber wie, ey. Aber echt so, wie ich es mir nie vorgestellt hätte. Und nun steht da irgendjemand. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Ja. Soll nicht aufhören zu kämpfen. Oh, da ist ein Artefakt. Ja, das aber erst noch hier, das Zeug. Lesen wir uns gleich alles durch. Aber ich glaube, so ein Knaller wie Hitlers wird es nicht nochmal geben. Wer weiß, die Pflanzenbeschreibungen sind ja sehr schön. Hitlers und ja, da gab es auch die Stripper, die Nippelaufkleber. Da unten? Nee. Dann weiter oben. Aha. Wir haben da einen Schlau gelöst. Yay. Frohloms Ring. Dieser Ring wurde dem unglücklichen Banditen Frohlom von seiner Frau als Symbol ihrer unsterblichen Liebe geschenkt. Er wurde nach Frohloms Gefangennahme durch die Schergen des dunklen Herrschers mit Gewalt zusammen mit seinem Zeigefinger von Frohloms Hand abgerissen. Sauron quälte Frohlom mit diesem Ring, sodass dieser seine Kameraden verriet. Wieso muss ich die ganze Zeit an Frodo denken, wenn du das vorliest? Ja. Mann. Okay. Wer ist das jetzt? Irgendein lausiger Bandit. Heißt wohl Forlun oder Gorfab oder sowas. Er schrie nach seiner Frau. Die Jungs haben sich ein wenig um ihn gekümmert. Mehr als ein wenig. Ist er tot? Nee. Die Jungs wussten doch, dass du sicher mit ihm reden wolltest und haben ihn verschont. Dieses Stück Dreck weiß vielleicht, wo sich seine Diebeskumpels verstecken. Durchsucht ihn. Nehmt den Ring und gebt ihn dem Herrn. Ihm gefällt euch das Zeug. Und wenn er aufwacht...
Sieht irgendwie auch ein bisschen aus wie so eine Krone. Ja, ein bisschen, ne? Jetzt habe ich immer an die Krone von hier drei. Was diese Uruks nicht schänden würden. In ihren Augen ist Schönheit nur dazu da, um vernichtet zu werden. Das Gebiet sieht so fancy aus, das ist unfassbar. Fancy? Ja, fancy. Guck mal, so viel Sonne und so fröhlich. Und warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, oh. So fröhlich. Weil ich nie. Hey! Und dann würde ich mal sagen, da erste Reihe ganz links. Kaka der Häscher. Vertraut keinem anderen Hauptmann und wird es auch nie. Ja, ist auch noch gut so. Sollte man noch nicht tun. Du bist nichts gegen uns! Yeah. Der ist voll mit Blut. Das sieht aus wie verbrannt. Ja, dann jetzt die in der Mitte. Genau. Mormok der Gnadenlose. Vom Hass zerfressen will alles zum Asche verbrennen sehen. Oh, der ist sogar in dem Gebiet hier. Aber wir haben die ganzen Schwächen nicht, das ist das Problem. So. Aber ich will eigentlich, bevor ich irgendwie mich auf so Zeug konzentriere, erstmal die Hauptmission fertig machen hier, die angefangen wurde. Ich hasse es, wenn er das tut. Ich hasse es so sehr. Wenn so ich ja vom Teil seine Freunde einlädte. Also geht er nicht mehr, seine Frau ist ja schon tot ausstellen, weil Freund, wenn er so eine neue Freundin findet, dann hüpft er da so rum und dann so die Freundin, naja, er macht das manchmal. Ja. Information. Ja, dann können wir die ja gleich auf den Typen da verwenden, auf den macht der elf Typen da in der Mitte. Achso, okay. Ja, sogar von einem der Elite-Häuptlinge, der Leibwächter. Ja, hier die Typen, die sind schon, glaube ich, ein bisschen besser. Anfällig gegenüber berittenen Bestien. Gerät in Panik und dann hier von oben bekommt der Hauptmann, wie ist der, ich stelle mir vor, dass dann hier alle schwarz sind, wie ist der? Ja, genau. Von jedem Hauptmann, wo er in der Nähe ist. Ich hoffe, der ist hier nicht irgendwo. Sieht momentan nicht so aus. Okay. So viele tote Uruks. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Aasfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Ghule. Auf den Spuren des Ghuls. Das ist dasselbe, nochmal dasselbe wie am Anfang mit Gollum und dem Blut. Frag mich nur, wo ist Gollum jetzt? Ja, stimmt. Was ist eigentlich mit Ollum? Oh shit. Oh shit. Das hab ich nicht gesehen.